So, wir gehen jetzt hier einen doch recht steilen Pfad am Berg entlang und sollten dann irgendwo hier auf ein Loch treffen. Auf ein Mundloch. Ich glaube, da vorne irgendwo versteckt. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Wir ja sogar noch Glück mit dem Wetter. Achso, ich glaube, es ist da unten. Jawohl. Irgendwie natürlich clever. Wir sind jetzt hier in einen der alten Fahrstollen im Gebersdorfer Revier. Man kann hier ganz gut nach unten die Schwellen im Boden sehen. Also der Stollen diente wirklich nur zum Fahren. Wasser, Wasser, Wasser. So, jetzt schauen wir da mal ein bisschen weiter hinter. Man spürt auch hier einen kühlen Luftzug. So.
geht's. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Reichsbahntunnel war. Der kann es mir übrigens mal in die Kommentare schreiben. Und in den Tunneln gibt es alle ein paar Meter so Abzweige, also so Kammern. Wie hier zum Beispiel. Das ist eine größere Kammer. Schachtsignale. Und hier kann man noch die ganzen Fahrleitungssachen erkennen. Isolatoren. Vermutlich sind sie damals dann zum Schluss noch mit Dieselloks hier durchgefahren, um den ganzen Kram hier einzusammeln. So, wir wollen auch nicht den ganzen Berg durchgehen. Das müssten eigentlich schon ein paar Kilometer sein. Jetzt bin ich gespannt, wann das Wasser kommt. Letztes Mal kam da ja jede Menge Wasser. So, aber ich glaube, hier kommt das Wasser. Das ist das, was ich vorhin erzählte. Das ist alle 30 Meter. So eine Nische gibt. Oh, raus geht's immer am schwersten. So. Boah, Hilfe, Hilfe. Jetzt werde ich die paar Minuten nutzen für Filmaufnahmen. Es ist nämlich echt sehr, sehr regnerisch heute. Jetzt hat es gerade mal aufgezogen. Echt cool. Also wenn die Sonne rauskommt ein bisschen,
dann wird es immer gleich warm. Aber der Regen ist doch allgegenwärtig. Und wir sind leider schon relativ nass geworden. Hoffe, das ändert sich dann noch. Man muss ja die wenigen regenfreien Momente genießen. Es ist wirklich gerade absolut trocken. Wir sind jetzt hier, da hinten ist Gebersdorf und da ist, glaube ich, Schmiedefeld. Und wir hätten jetzt noch einen anderen Stollen gesucht, aber mir ist es jetzt einfach zu wässrig alles. Wir haben ja noch mehr Zeit später mal, dass wir den Stollen suchen können. Jetzt nutzen wir erstmal die trockenen Momente, um hier wieder ein bisschen runterzukommen. Es tropft schon wieder. Es tropft schon wieder leicht. Das Wandern ist das Müllers Lust. Wir haben da vorne zum Beispiel ein Stollenmundloch gefunden und eins, was wir befahren konnten. So. Grüße gehen auch an den Lost Place Observer, den Stefan. So. Da wäre noch ein Mundloch da oben. Ist da eingefallen? Es ist immer schön, wenn das Gras nass ist. Denn dann wird die Hose auch nass. So, jetzt kommen wir gleich zu zwei Betonstehern da unten. So, könnt ihr die Betonsteher sehen? Hier sehen wir da einer und hier Betonsteher. Und über diese Betonsteher ist früher die Grubenbahn rübergefahren, von einem Berg in den anderen. Es gibt da ein Mundloch, es gibt dort ein Mundloch. Die Befahrung des Mundlochs da drüben könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen. Und da drüben ist leider zu eine riesen Betonplombe. Aber wird bestimmt irgendwann mal jemand aufmachen. So, eigentlich wollten wir hier rein, aber es ist zerbrochen. Bin ich froh, dass ich hier nicht stecken geblieben bin. Boah. Schauen wir hier nochmal rein. Also da wäre es runtergegangen.
in den Stollen